nach einem kleinen Päuschen unsererseits, das bekommt ihr ja gar nicht mit. Herzlich willkommen zurück zum Bau des Hauptquartiers der Ghostbusters. Wir befinden uns bei Tüte Nummer 10 und fangen einfach mal an, ohne groß zu reden. Okay. Das artet schon langsam in einen Marathon aus. Macht nichts. Oh, das ist viel kleinste. Ja. Naja. Oh. Ganz viel kleinste. Unser Turm wächst immer mehr. Sowohl das Haus als auch der Müllberg. Der Müllberg. Oh, ich sehe schon eine Dartscheibe. Schlecht. Cool. Ja, schauen wir mal, was uns so erwartet. Jawohl, schauen wir uns an. Ganz viel Kleinzeug. So, hast du schon? Haben wir schon. Ach, wo könnte es anders sein? Ja, wir fangen Fassaden an. Mit unserem Lieblingsthema. Wie oft haben wir... Der sieht interessant aus, ne? Wieder so ein special lackierter Stein. Na, fehlt der von der Tüte? Nein. 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 Aus. Pfui. Platz. Wie sagen? Beschreißen. Genau. Tüte. Kekse. Ich mag Kekse. Hm? Wieso musst du jetzt damit anfangen? Weiß ich nicht. Dazu müsst ihr wissen, wir sitzen seit 10 Uhr hier. Ja. Mittlerweile haben wir 16.30 Uhr. Okay. Um den Dreh. Wir sind wahrscheinlich heute beide ohne Frühstück aufgestanden. Was? Tu mal den richtigen flachen. Habe ich dir den falschen genommen? Mit Uhr hast du genommen. Ja, das ist absichtlich. Die Leute sollen ja wissen, wie spät es ist. ja. Jetzt hast du ihn weggeschmissen, nachher suchst du hin. Ich kenne dich doch. Natürlich. Natürlich. So ist das auch. Of course. Immer was man sucht, findet man nicht. Mhm, wie die große Liebe zum Beispiel. So, das war jetzt wieder philosophisch. Die soll man ja auch nicht suchen. Ich weiß, ich weiß. Oh Mann, dass du immer mit sowas anfangen musst. Ja, ich mag sowas. Mhm. Und dann wundert man sich, dass man depressiv wird. Ein Job fürs Leben ist auch immer schwer zu finden. Heutzutage zumindest. Es sei denn, man wird richtig geboren. In den Job hineingeboren. Ja, richtig. Nach dem Motto, Papa macht was Tolles oder Mama macht was Tolles. Dann geht das rucki-zucki. Ich glaube, den Job, den ich jetzt mache, hätte ich ohne Vitamin B auch nicht so ohne weiteres bekommen. Ja, manchmal ist Vitamin B hilfreich. Tja. Dafür habe ich ihn auch nicht lange. Ja. Aber das weiß ich, das erzähle ich dir immer, naja. Das weiß ja auch so keiner richtig, was da los ist. Genau, offline. Oh nein. Ja. Wir haben noch viel offline zu sehen. Da gab es noch mal was. Was ist das denn? Hä? Achso, da fehlt der eine. Hä? Huh? Da fehlt der eine mit Kappa. So. So. Achso, haben wir schon, ja? Ja. Sind wir mal wieder so weit, ja? Und direkt der nächste. Echt? Es geht voran. Diesmal passe ich auf. Ja, nicht die Uhr nehmen. Ja. Die brauchen wir noch. Wenn dann nur mit... Oh, guck mal, mit Radio. Ah, sehr cool. Schön. Schwerter hier. Schwerter? Das sieht aus wie zwei Schwerter oder so. Ich weiß nicht. Ein Propeller. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Man kann auch hier... Hier, Heidrank ist ja auch... Wieder Brick. Zeitung. Mhm. Schon eine Pizza hier?
Nein. Das wäre jetzt so gewesen. Ey, Karma! Was ist los heute? Oh, heute herrscht die Gewalt am Bau. Ja, die Stabilität war eben auch. Ja, die ist halt noch nicht gegeben, das ist das. Ach, wir machen mal ein Special. Zerstört die Sets. So. Genau, wir bauen und machen alles wieder kaputt, was wir aufgebaut haben. Nein! Nein! Manche Sets habe ich ja auch gar nicht mehr. Nein, das kommt nicht. Müsst ihr wissen. Hier kommt gar nichts drauf, ne? Nee. Okay. Weil einfach der Platz nicht mehr da war, habe ich ein paar aussortiert. Naja, die Seiten ändern sich ja auch. Ja, auch. Das stimmt. Aber das werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist so geil. Ja, erstmal das und dann kommst du wahrscheinlich auch so ohne weiteres gar nicht mehr dran. Das auch noch. So wie den Ortank, den habe ich ja auch behalten. Ja. Da kommt man auch nicht mehr so dran. Nö, ich weiß nicht, wo liegt denn der Kurs im Moment? Weißt du das? Ja, der ist ziemlich heftig geworden. Deswegen, manche Dinge muss man kaufen, wenn sie kommen und dann einfach besitzen, wenn gut ist. So wie das Haus jetzt. Ja. Einfach nur haben. In dem Fall sind wir beide Materialisten. Hm. Ach, das ist auch der Fall. Ja, ich habe mir jetzt auch von Amanda Mars, das ist eine Gruppe, ja, so eine Special Edition jetzt auch bestellt. Ja, ich sag ja, das kommt bei uns so langsam durch, ne? Ja, irgendwie schon. Ich kauf keine normalen CDs mehr, ich kaufe nur noch Special Edition Boxen. Ja, aber nur wenn sie mir gefällt. Also ich gucke ja, natürlich klar. Immer, was da drin ist und ob mich das anspricht. Wenn nicht, dann kaufe ich die auch nicht. Das sollte man auch nicht tun. Machst du die Fenster schon? Genau. Ja, dann mache ich hier oben also mal weiter. Wenn ich die letzte Scheibe finden will. Hm. Fehlt schon wieder eine Glasscheibe oder was? Die Glasscheibe finde ich nicht. Nein. Aber die taucht schon auf. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwo. Irgendwie. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Hm. Kann ich jetzt aber auch nicht mit Ihnen gerade. Macht ja nichts. Was haben wir denn da drauf? So Eisenbahnzeug, so. Eine von denen habe ich doch gerade schon. Ach so, hier diese. Hast du es schon? Die Laptop. Ach, das sind tatsächlich einzelne. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind einzelne, ja. Aus wie Eisenbahnen oder so. Ja, so Computer eher, ne? Irgendwas. So eine Rechenmaschine sieht das aus. Ich mache die schwarzen Linien mal nach unten, so als ob das irgendwie da drauf steht, aber ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Toll, und ich mache es gerade falsch schon, was? Du drehst auch immer um, genau. Ja, muss ich auch. Und das möchte ich gerne. Doch, so ist richtig. Dann kommt das hier so hin, dann kommt hier so eins hin. Und noch so eins hin und da kommt dann das hin. Genau. Siehst du auch so, ne? Da, warte. Das war's. Genau, ja. Oh, jetzt kommen deine Fenster. Ja, nur wie gesagt, eine Scheibe habe ich nicht drauf. Scheiben kannst du immer nachsetzen, das ist ja kein Problem. Kommst du ja immer irgendwie von drinnen nach draußen, kommst du ja immer irgendwie dran. Wenn du sie von Anfang an richtig rum reinsetzt, also jetzt, nur dass die Scheibe hinterher nach außen wird, das ist ja kein Problem. Das stimmt. Du warst ja mittig drauf, ne? Die. Ja, ja, wie gehabt, wie gelernt. Wie gelernt, genau. Ist ja schon das achte Mal. Ja, nach einer Zeit weiß man das, ohne hinzugucken. Aber die Tasche scheint tatsächlich nicht so hoch zu werden. Nee, die wird nicht so hoch. Das
Ist doch logisch, ne? Irgendwie. Das Gebäude kann ja auch nicht endlos hoch sein. Nicht? Es wächst jedes Jahr um 2 Meter. Genau. So wie unsere Wirtschaft. Mhm. Die soll ja auch jedes Jahr wachsen. Ja, aber irgendwann ist vorbei mit Wachsen. Da gehen die Meinungen auseinander. Ja, leider. Ich sehe das ja auch immer für anders. Das kann alles wachsen, ist ja alles gut. Aber es muss auch jemand kaufen. Es muss jemand verbrauchen. Das gehört dazu, ja. Hast du dir die Boxen schon mal angeguckt? Die sind auch so. Cool, die schimmern. Ja, nicht nur das, die sind sogar oberflächlich auch entsprechend. Mhm. So, das haben wir. Na, der kommt auch direkt hier drauf. Jetzt kommen die hier. Naja, ich mach lieber die hier. Yeah, endlich mal was Großes bauen hier. Die langen. Nicht immer nur die flachen. Der andere müsste in die Mitte, ne? Kommt ja, das der, hin? Ja. Primat. Sehr schön. Jo, das war's auch schon. Ja, oh, ich darf kleben. Yay! Ah, jetzt kommen die Poster. Poster. So, einmal das und einmal so ein längliches. Bei der kommt die 21 auf. New York Lincoln. Lincoln Park. So, und das andere ist die Nummer 8. Straßenkarte. Vor allem, sie befinden sich hier. Woher wussten die das, als das Plakat gab? Gute Frage. Oder die haben da so einen Pin da dran gemacht. Wahrscheinlich. Jetzt kommt noch. So. Das haben sie sogar aufgehangen. Das New York Lincoln. Mhm. An dem Ding bin ich schon dran davon, ne? Ach so. Ist das lila? Nein, die sind nicht lila. Wo ist lila? Da ist kein lila. Nee. Diese Kugeln unten und darunter sind schwarz, ne? Das wird tatsächlich der Billardtisch, glaubst du das? Ja, geil. Das ist so, von Anfang an gefordert, jetzt kommt er nach Stunden. Unglaublich. Das ist eine coole Sache. Kannst du einmal umblättern, bitte? Ja. Selbstverständlich. Da kann ich dir auch nicht irgendwie helfen. Nein. Obwohl, hier kann ich. Hier, das kann ich schon mal machen. Die Umrahmung. Manchmal hast du das so, dann kannst du nur alleine bauen. Ja, richtig. Weil sonst zu zweit. Ist halt so klein, dann, genau. Ja. So, das. Zwei, dann zwei, noch einer. Da wird gezeigt, wie man es. Ich gucke mal, wie soll das denn jetzt befestigt werden? So, einmal. So. Ganz konzentriert, weil Im Moment wird nicht viel gesprochen.
Manchmal ist das so. Drehst du dich auf die Sache. Ich weiß auch noch nicht, ob man es befestigen soll. Wie, was denn? Ah, warte mal. Komm, da passt mal hin. Ach, das kommt nach innen, das Blau oder das Grüne. Warum auch immer man dann nochmal grün hin macht. Das sieht man doch eh nicht. Ja, weiß. Ja. Ja. Weiß man nicht so genau. Vielleicht nur zur Befestigung, dass es ein bisschen Halt gibt. Na, jetzt macht das Sinn hier. Genau. Dann hält das auch, ne? Ja, ja, das ist. Ich habe das hier gesehen, hier muss das weiß sein, dachte ich, jetzt braucht es doch nochmal. So, die mal hin. Und also der Beertisch, das sieht auch sehr detailreich aus, sogar mit Kugeln drauf und. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ja, ich sag nur. Oh, ich sag auch nur. Weil es bei Lego ja keine Kugeln gibt. Ja, aber es ist angedeutet. Ah, ich verstehe schon, klar. Fangen hier verschiedene Farben dann auch, rot, gelb, blau. Braun, grün. Und die schwarze ist sogar auch drauf. Cool. Blau habe ich. Rot habe ich. Gelb habe ich. Lila. Passt auch. Lila kommt dahin. Grün. Schwarze gibt es häufiger. Grün. Ja, die kommt hier drauf. Genau, weiße, weiß. Die gute weiße. Ja, damit fängt ja alles an. Und die habe ich hier vorbereitet. Ja, wolltest du es draufsetzen? So, so rum. Den Holz nach oben. Das ist nicht schlecht, das ist cool. Ja, kommt das jetzt so oder? Nee. Das nee, ist nach unten. Nach unten, das ist ja, verdeckt, ne? Genau. Das schließt mit dem Rand oben ab. Das sieht richtig geil aus. Richtig schöner Tisch. Ja, der kommt jetzt da rein. Den kannst du noch setzen, ja. Geil. Ein Tischchen. Ja, sie dürfen fummeln. Ja, Pummel ist meine Spezialität. Alter, irgendwann nehme ich eine Folge so. Wie? Also, wenn wir den Place irgendwie immer den Titel irgendwie benennen. Hä? Das kommt doch mit dich drauf. Geht aber nicht. Na, kannst du es nicht? Ach so kommt das. Aha. Aha. Siehst du, wieder mit Druck. Ja, richtig. Ich brauche immer diese Sticheleien, sonst kann ich das nicht. Ja, die hier habe ich immer früher als Raumschiffsbeförderung gedacht. Ja, genau. Solche Steine hatte ich nie. Ich glaube, zu meiner Zeit noch nicht. Ja, du bist ja ein bisschen älter als ich. Zack. Vor allem. Die Zeitung? Die liegt, genau.
die Flasche kommt da auch drauf. Und dann kommt der Tisch hier rein. Ja, in die Füße. Cool. Damit er auch nicht verrutscht. Genau. Cool, cool, cool. Ach, da haben sie wieder diese... Die Box. Boxen. The Box. Wer weiß, was da drin ist. Ich baue die Lampe. Bau du die Lampe. Ich bin Lampe. Durchsichtig wahrscheinlich. Tja, warte mal, wo die hinkommen. Irgendwo da, ich bin mir nicht sicher. Ja, weil ich die Lampe noch nicht steht. Also selbst die steht nicht, ein Loch könnte man abzählen von unten. Ich würde es jetzt da hinsetzen. Da sind vier frei. Ja, das kommt genau hin. Ja, passt. Yeah, noch mehr Deko. Ich mach mal das hier unten. Ich klebe, Nummer 16. Ich klebe. Ja, kleben ist mein Part. Ich klebe. Hatte ich aber lange nicht mehr mit Kleben. Beim Ecto. Da haben wir auch ein bisschen gehabt. Ein bisschen, aber nicht viel. Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Der ist irgendwie schnell aus der Versenkung verschwunden. Ja, irgendwie schon, ne? Den haben wir verdrängt, weil der so schwer war. Genau, wollen wir nichts mit zu tun. Ja. Da. Sogar mit Zählwerk. Wer führt. Cool. Und dann kommt auch hier diese Fliegen, ja. Wahrscheinlich so ein. Ach, das sind Pfeile. Ach, du liebe Güte. Genau. Ja, darauf muss man erstmal kommen. Ja, in der Tat. Da sind wir schon durch. Hat einer einen Pfeil in die Wand gejagt. Ja, richtig. Und nochmal kleben. Nummer 2. Jetzt kommt der Bildschirm, von dem wir sprachen, wo man sieht, dass das ein Hund ist. Ja, woran siehst du es? Ist da drauf. Oh, cool. Wenigstens erkennt man, das ist cool. Das erkennt man auch, sehr gut, ja. Das ist toll. Brauchst du den Rest ja auch fertig? Dann mache ich da Ach schon so, mal. Achso, ja. Okay. Okay, wenn du meinst. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Richtig. Ja, es kommt dann näher auf den... Unter nichts drunter, nein. Ja, sein Labor sieht man, wird auch so ein bisschen gebaut. Ist das der Stein hier? Ja, das ist ein Werkzeugkasten. Ja, das ist der blaue Werkzeugkasten. Ah, muss erst mal gucken, was das ist. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus. Also, die sind auch neu, ne? Die sind... Also Special-Teile. Das ist wieder so ein Special-Teil, ja. Was sie neu produziert haben. Aber wahrscheinlich können sie das dann auch nutzen für Lego City. Ja, da gibt es ja auch den ein oder anderen Handwerker. Ja, genauso wie das hier. Das Radio, das wird auch in Lego City dann wieder verwendet. Denke ich mal. Also was muss ja in Massen produziert werden, damit sich das auch lohnt. Das ist es, ja. Nachts. Jo, am Umblättern. Genau. Wahrscheinlich direkt der Deckel drauf. Zwei lila noch und dann. Da kommt auch das Radio drauf. Und Deckel drauf. Alle möglichen Proben wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Da kommt noch das Radio drauf, hast du? Das ist schon. Ach, das spielt schon. Das spielt schon. Das stand schon. Da kommt direkt ins Fenster wahrscheinlich, ne? Sowas. Genau so.
Warum ist denn noch so viel übrig? Wir waren ja noch nicht durch. Ja, das Regal darfst du dann jetzt. Ui. Was heißt das denn? Ui. Ui. Ja, es ist Fummelkram, aber du stehst ja noch. Also von daher. Stimmt. Hast ja recht. Das ja, bestell ich mal nicht. Genau. Ja, sind ja viele Kleinteile. Also das ist auch das Schöne, dass man immer so diese Deko selbst zusammenbaut. Wie beim Küchenmarkt. Genau. Nicht einfach draufkleben wie früher. Diesmal sind es kleine Fläschchen. Früher hast du ja die Deko viel nur draufgeklebt. Stimmt. Und heutzutage baust du die Fläschchen und die Döschen und alles halt. Was viel schöner ist. Ja, sieht auch viel besser aus. Ja. Finde ich. Ja. Richtig. Da hast du recht. Dankeschön. Oh, es geht runter wie Butter. So, jetzt kommt eine Uhr. So, kurz Deckel. Ja, dann kommt zwei gelbe und ein Deckel. Ups. Ups. Ups, ups, ups. Das ist typisch für mich. Das Ups? Ungeschickte Hände. Tja, was soll ich dazu sagen? Was sagt man dazu? Nix. Nix. Das kann man einfach so stehen lassen. Das ist auch so nix. So, zack, zack. Noch ein Brettchen. Ja. Und dann kommen zwei Häkchen. Was so? Das ist doch doof. Wieso? Weil ich immer hier die Döschen wieder abmache. Ja, das ist halt so ein bisschen Freeman. Ja, Freeman, genau. Das ist ein guter Ausdruck. Ja. Für. Das ist wahrscheinlich das Eco. Wie hieß das nochmal, das Gerät? Ja. EEG, irgendein Pikameter, ja, verschiedene. Komm jetzt auch nicht drauf. Gibt es ja diverse Messgeräte bei denen. Könnte auch einfach nur eine Sackschüssel werden. Kann. Die funktioniert im Haus nicht. Die kommt hier nicht mehr. Ja, dann baue ich das da hinten halt. Wenn du das nicht so gerne magst. Dann mag ich schon. Aber nicht, wenn ich es machen will. den brauche ich. Dann kommt noch mal eine Tastatur. Was hast du schon? Nee, den suche ich hier. Den grauen, ne? So, den hast du. Und das. Und hier dieses Briefchen oder was? Und das ist nichts, das ist einfach nur da. Das muss andersrum. Ja, ich sehe es gerade. Achso, das wird einfach so. Wo hätten wir es denn gerne? Ein. So. Ich darf wieder kleben. Genau, hast du nochmal hier. Monitor. In dem bin ich gerade dabei. L'ordinateur. Was haben wir hier noch oben was? Ach so, ja, guck. Siehst du? Und ich dachte schon, ich wäre arbeitslos. Ha. Von wegen. Von wegen. So, der kommt da hin. Schön. Warum sind hier noch zwei? Wegwerfen.
das denn? Eine Krügelkugel, dann dieses Ding und dann kommt ein durchsichtiges drauf. Durchsichtiges, warte mal, ich weiß nicht, wo der hinkommt. Muss ich erstmal gucken. Genau neben dem Computer. Hier so hin. Ja, genau so. Da so? Ja, da so. Da so. Das war Tüte Nummer 10. Tja, hast du zwei Wände erstmal. Und? Zeugs. Da gucken wir aber nochmal, ob das nicht mehr irgendwie fehlt. Ich wüsste nicht wo. Ja. Tja. Merkwürdig. Wir haben keine Höhenunterschiede drin. Das passt alles. Merkwürdig. Wo sollte es fehlen? Ja. Keine Ahnung. Das Spielzimmer der Wissenschaftler. So sieht's aus. Ich sehe auch gerade. Achso, das ist so richtig. Dass man das so sieht. Ja, ja, das sollte so. Ja, ja, habe ich extra nochmal geguckt, weil das sah sonst immer anders aus. Richtig, deswegen wundere ich mich gerade auch. Ja, wir gucken nochmal offline, ob wir irgendwas falsch gemacht haben. Genau. Aber ein Verschwindebildschirm. Ja. Alles klar. Das war Tüte Nummer 10. Bis zur 11. Ciao. Tschüss.